Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News vom 5.7.2019. So Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben da lassen und dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo Leute, wir schauen in den heutigen Item Shop rein und da sehen wir, ich werde verrückt, ich werde verrückt, ich werde verrückt, oh mein Gott, das ist so crazy. Stranger Things, ich meine, man hat es ja schon in Mega Mall gesehen, dass da so langsam aber sicher irgendwas passiert. Ja, ist ja in diese, sind die Wände aufgebrochen, so wie bei Stranger Things. Jetzt direkt zum Start der dritten Staffel von Stranger Things bringen sie den Demo Gorgon hier raus und Chief Hopper. Wobei ich sagen muss, Chief Hopper haben sie echt gut getroffen, echt mega cool, aber. Hätte ich jetzt nicht unbedingt als Charakter genommen dafür, wobei, na gut, passt eventuell zum Spiel. Na gut, wir gehen jetzt mal, wir fangen jetzt auf der rechten Seite erstmal an mit dem Sparkler wieder. Von, das hatten wir ja gestern bereits bewertet, könnt ihr ja dann nochmal reinschauen. Fireworks ebenfalls, das sind eigentlich alles Sachen, die gestern bereits bewertet wurden. Oben in der rechten Ecke könnt ihr direkt zu den Verlinkungen kommen. Dann haben wir den Rocket Spinner hier. Sieht mega cool aus. Das Teil kriegt von mir 9 von 10 für 500 V-Bucks. Hat hier ein Voting von 3,15 von 5 bei 13 Votes. Am 5. Juli 2018 ist erstmal drin gewesen. 7 Mal. Seitdem 16 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 30 Tagen am 5. Juni. Jo, Double Cross. Können wir mal schauen, wie sich die jetzt inzwischen entwickelt hat seit gestern. Habe ich ja ein Gameplay auch dazu im letzten Daily Shop Video gehabt. Mal die Videos zu Double Cross verlinkt hier oben rechts in der Ecke. Schauen wir mal, wie hat sich denn da alles weiterentwickelt. Double Cross mega beliebt, war auch gestern mehrfach auf der Map zu finden gewesen. Hier haben wir ein Voting von 4,05 von 5 bei 21 Votes. Ja, 44 Reminders bereits jetzt schon. Flower Point wäre auch mal interessant, wie sich das entwickelt hat. Da bin ich echt verwundert, aber gut, 4,2 von 5 bei 5 Votes. 2 Reminders. Ja, sind wir hiermit schon durch. Jetzt geht's mal direkt in die neuen Items rein. Jetzt fangen wir erstmal mit dem Chief Hopper an. Also für mich ja ein Charakter, ja. Schwierig, schwierig. Ja. Der Chief Hopper. Aber auf jeden Fall ziemlich gut getroffen. Das muss man einfach mal so sagen. Das ist schon sehr, sehr gut gemacht. Wenn man sich den hier anschaut. Ja, so sieht normalerweise der Chief Hopper oder der Jim Hopper aus. In der echten Serie, also muss man wirklich sagen, Leute von Epic Games, ihr Designer, hier vielleicht besser nochmal hiermit vergleichen, weil da hat er ja auch den Hut auf. Den habt ihr schon ziemlich gut getroffen. Also ich weiß nicht, wie er in der dritten Staffel, ob er da jetzt einen wirklich einen richtigen, kompletten Vollbart hat. Weil hier ist der Bart ja noch so ein bisschen, naja, ist halt hier backenfrei. Hier hat er ihn ja wirklich komplett als Vollbart. Aber ansonsten echt gut getroffen. Good job, Leute. Deswegen kriegt der Chief Hopper aber trotzdem von mir nur in Anführungszeichen 7 von 10. 7 von 10. Ich finde ihn ziemlich gut. Aber mehr kann ich mir jetzt auch nicht geben als 7 von 10. Ja, dann schauen wir doch mal in die Bewertung rein von dem Chief Hopper. Und der hat jetzt bei euch aktuell ein Voting von 3 von 5 bei 9 Votes. Ein Reminder bis jetzt. Ja, für 1500 V-Bucks der Chief Hopper. Ja, und dann kommen wir hier zu dem. Für mich sind. Gehen wir erstmal zu den Vines, genau. Das, diese Vines muss man erklären, wer Stranger Things noch nicht gesehen hat. Das ist ja, das sind ja solche Paralleluniversen, die. Oder ein Paralleluniversum, was da irgendwo in die reale Welt eingreifen kann oder darüber erreichbar ist.
Und immer wenn so eine so ein Tor zu so einer parallelen Welt aufbricht, dann entstehen an den Wänden hier solche Vines, wie man es hier an der Waffe sehen kann. Und dann muss man aufpassen, wenn die Dinge entstehen, dann wird es echt hektisch. Ja, ich finde, wir gucken uns jetzt mal ganz kurz die Waffen weiter an. Sieht auf jeden Fall so animiert, ne? Ganz minimal animiert. Kann man so ein bisschen hier erkennen. Ja, hier sieht man es halt ziemlich deutlich. Ja, da hat sich eben hat dieses Ding miteinander verbunden. Gucken da, ja, da sieht man die Bewegung doch relativ deutlich. Ja, Wines. Also auf jeden Fall schon, ja, passend zum Namen Stranger Things. Das sieht dann schon sehr strange aus, ne? Also. Ich weiß nicht, ob ich mir vorstellen könnte, mit diesen Waffen dann so auf der Map rumzulaufen. Ganz gut getarnt, hä? Wines kriegt von mir 8 von 10. Ich finde es schon irgendwo cool, aber ich weiß es echt nicht, ob ich damit auf der Map rumlaufen würde. Sind die Tendrils. Und Tendrils hat hier ein Voting von 3,17 von 5 bei 6 Votes. Ja, und jetzt kommen wir zu dem absoluten Hammer. Also der Demogorgon. Ja, jetzt kann man es nicht wirklich. Es ist der Hammer. Ihr wisst ja, ich stehe auf solche Dinge. Ja, ich liebe ja auch Horrorfilme. Ich habe Stranger Things inhaliert. Und der Demogorgon, das sind eben diese Viecher, die da aus diesen Paralleluniversen eben in die echte Welt hineinkommen. Und ich will jetzt gar nicht zu viel zu der Serie sagen. Also wer es noch nicht gesehen hat und wer auf so Horror-Stories ein Stück weit steht, das Ding, also Stranger Things ist halt wirklich mal wieder seit langem was richtig Geiles. Also was jetzt nicht nur rein auf Splatter aufgebaut ist, sondern halt wirklich echt eine coole Serie. Gefällt mir sehr gut. Hier sieht man auch diese Vines da an den Armen. Alter, guckt euch das an. Auch die Finger, wie das gemacht wurde hier. Sensationell. Auch hier unten am Bein. Also ich bin jetzt gespannt. Ich hoffe, dass ich irgendwo auf der Map jetzt gleich so ein Demogorgon finden werde. Ich bin echt am überlegen, ob ich mir das Teil tatsächlich selber hole, weil. Also dazu möchte ich aber erstmal sehen, wie das auf der Map aussieht. Deswegen, ich werde jetzt mal auf die Map gehen und werde jetzt mal hoffen, dass ich irgendwo so ein Demogorgon finde. Wenn ich den finde, dann werde ich euch werde ich dazu ein Gameplay-Video dann wieder erstellen und hochladen. Verlinkt das dann auch hier ans Ende von dem Video. Aber jetzt muss ich erstmal dem Demogorgon hier was geben. Da ich ihn jetzt noch nicht auf der Map gesehen habe, kann ich es jetzt noch nicht so beurteilen. Aber das Ding kriegt auf jeden Fall schon mal erstmal von mir. Also schon echt gut gemacht. Kriegt von mir 9 von 10. Oder sogar, ich gebe dem sogar jetzt 10 von 10. Weil ich bin ein absoluter Stranger Things Fan. Und ich finde, der ist super gut gemacht worden. Man kann ja mal ganz kurz auch hier. Ich zeige hierzu mal kurz, wie das Teil eigentlich aussieht in der Serie. Ja, und dann könnt ihr euch selber mal ein Urteil darüber erlauben. Ja, so sieht so ein Demogorgon dann in der Serie aus, ja, wenn er da voll auftritt. Und das ist schon echt gut gemacht. Echt gut nachgemacht. Also sensationell. Ja, ich bin jetzt echt gespannt. Also, wir gucken jetzt mal in die Noten rein von euch. Ja, da haben wir bei dem Demogorgon momentan ein Voting von 3,1 von 5. Bei 10 Votes nur 2 Reminders. Ja, ich weiß halt auch nicht, ob das jetzt so gut in das Spiel reinpasst, aber ich finde das Ding auf jeden Fall erstmal mega cool und ich bin gespannt, wie er auf der Map aussieht. Ich hätte mir vielleicht eher L gewünscht.
muss ich sagen. Elle, das kleine Mädchen aus der Serie, die da ja wirklich boah, Hammerkräfte hat. Oder eben Dustin. Vielleicht kommen ja beide noch. Elle und Dustin, die sind für mich gerade Dustin auch die Stars dieser Serie. Und eventuell kommen die ja noch rein, wer weiß, aber auf jeden Fall super geil getroffen. Ja, wenn es euch gefallen hat, mal bitte einen Daumen nach oben, dann schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaut es mal an, wenn es da ist. Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Herrn gleich. Schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.